Er ist der Centurion drüber gefahren. Über die Steinchen. Mal rundum laufen und dann noch vielleicht reinklettern. So, das ist der Fahrerplatz. Ja. Und da kommen wir jetzt mal rein. Und ich versuche da reinzukommen mit meinem dicken Bauch. Hinsetzen, Füße runter, aufstehen und jetzt rein. Yes, ich bin drin. Ja, ja, aber noch nicht draußen. Wie der Boris Becker sagte. Oh, so, gucken wir mal an, was hier los ist. Oh. Ja. So, das sind Pedale. Hier, Gas, Bremse. Das ist ein Hebel. Den Hebel erkenne ich, wenn ich ihn sehe. Dann haben wir hier die Lenkhebel. Rechte Seite ist da das Feststellbremse. So, zack, ziehen. Feststellbremse? Ja, drück mal das Bremspedal mit dem Fuß. Das linke? Das mittlere. Jetzt ist die Kupplung. Und jetzt drückst du das mittlere Pedal da. Das ist die Bremse. Und jetzt kannst du den Hebel hochziehen. Und das ist Geschwindigkeit. 40 km/h will er schnell sein, hat er gesagt. Auch nicht so schnell. 2,5 Drehzahl, 2500. Dim of Park. Das ist die Beleuchtung. Beleuchtung, ja. Steckdose. Was ist das für ein roter Hebel? Das ist ein Feuerlöscher. Wow! Hallo. Wenn man brennt, schnell ziehen. Hier ist der Hauptschalter. Das der Hauptschalter. Energie! Energie für das ganze Fahrzeug. Hier ist Energie für den großen Motor. Hier Start. Aber ist recht leise, der Motor, habe ich gehört. Ja, ja. Das sind die Kopfhörer. Und das ist der Turmkorb. Turmkorb. Ja. So, aussteigen. Hat er gesagt. Soll ich halten? Ja, das ist ein bisschen größere Herausforderung. Wir einfach nur Panzersoldat. Panzer-YouTuber, weißt du, Panzer-Videos sind härter. Das ist nicht dasselbe. Da muss man Kamera auch noch halten dabei. So, dankeschön. Jetzt. So. Oh, da ist viel Platz. Also Leopard 1 ist um einiges enger. Ja, ja. Der ist groß. So, Kommandantenplatz erstmal. Das ist hier. Nicht ausrutschen. Ja. Aber, ich bin drin. Mal wieder. So. Das ist jetzt der Richtschütze. Der Ladeschütze. Ja. Drei Mannturm, ja, stimmt. So, schau. Da. Verschluss ist sogar drin. Verschluss. Ja, ja. Ist der kampffähig? Ja, ja. Da kann man ja damit schießen. Ich weiß nicht, vielleicht. Sprenggranate. Hast du sie verlegt? Hier hast du überall. Hier kann man ja Tee trinken darin. Ja, ja, hier unten ist ein Teekocher noch, ja. Irgendwo. Normal. Die Briten wissen, wie man Panzer baut, Leute. Ja, ja. Das ist überall Munition hier unten. Alter Munition. Oh. Hier. 5 Schuss, oder wie? Da hat es jetzt 5 unten und hier vorne noch. Aha. Genau.
Ja, Wahnsinn. Alles mit Munition voll. Alles voll. Und hier unten ist auch. Das da auch, oder? Das ist für Maschinengewehrmunition. Hier. Na, aber hier. Das da? Diese Sockel? Für Nebelwerfer. Nebelwerfer und Leuchtraketen. Oh. Ja. Da hinten ist Munition. Hier alles voll Munition. Hier unten, überall an den Wänden entlang. Ja, ist einfach eine fahrende Bombe. Ja, ja. Und hier wäre nochmal das Gewehr, oder? Das ist wieder ein Gesprächsgerät. Außen und innen muss der Kommandant klappern. Kommunizieren, schauen wir mal ein Ding. Dann kann man Gegner gut identifizieren. Aber Sicht, Aussicht aus dem Panzer ist super, ne? Ja, ja, tipptopp. Nein, ist gut, aber hier ist für Kommandant. Hier kannst du mal schauen. Hier kannst du weiterziehen. Wow. Dann ist das vergrößert, oder? Momentan ein bisschen verschmutzt. Ja, das sieht man nicht so gut. So, das ist der Turm, ja. Die Turmposition. Jawohl, die kannst du auf 0 stellen da und dann kannst du bei 12 Uhr stellen. Das ist präzise Hand. Hier. Wenn, ja, danke. Ja, dann kannst ist das die Handbetätigung für die Turmdrehung? Ja, und hier ist elektrisch. Aha. Hier ist Höhe, Vorhand. Oh. Und hier ist elektrisch. Okay. Und Schuss ab, hier abdrücken. So. Batsch. Ja, Wahnsinn. Ich traue mich da nie drauf zu drücken, weil. Ja, da passiert eigentlich. Schieß ab. Schau mal, da steht Hash. Ja. Das ist die britische. Das ist Quetsch. High Explosive Squash Head. Quetschkopf. Genau. Springmunition. Ja, Quetschkopf. Kern. Das ist die Hartkernmuni. Ja, ja. Und EUG, was heißt EUG? EUG heißt explosive Übungsgranate, das nur in der Schweiz. Ah. Okay. Die hat nicht so viel Sprengkraft. Diese Messuhr, das ist auch für den Richtschützen jetzt. Die ja, alles ist klar. Guck mal, das an. Genau, der guckt bloß nach vorne, der Richtschütze. Genau. Und dann kann er hier. Oh, das sieht ja wie in einem Videospielen aus. Ja, ja, logisch ist es von dir. Einfach so ein Dreieck, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da heißt, der heißt Zielstachel. Da. Zielstachel. Ja. Das da. Isolate Gyro, Stab drin. Stabilisator. Und das, was ist das alles hier? Das ist. Eine Spinne mit einem Fallschirm. Ja, das ist die Leuchtrakete. Ach, die Leuchtrakete. Hier oben hast du die Leuchtrakete so ein Rohr und der. Tack, oder? Und dann musst du auf die Uhr zählen, schauen und ja. Spinne mit Fallschirm, ja. Sag ich. Hier ist natürlich die Heizung für hier. Aha. Scheibenwischer für den Richtschützen. Elektrisch. Hier ist Nebel. Das sind die auf der Seite da. Kannst du Nebelabwehr abschießen. Ja, okay. So. Und hier musst du je nachdem einschalten, was halt ist. Nebel oder. Jetzt ist scharf, oder? Und dann leuchtet es hier und dann kannst du abdrücken. Cool. Je nachdem, welche Bahn du hier draußen hast. Und du musst nicht alle auf einmal abschießen? Nein, nein, kannst du alle oder einzeln oder rechts, links, Mitte, so. Und okay. Hier schaltet es immer scharf, dann leuchtet sie auf, dann kannst du sie hochdrücken und tack. Quatsch. Mit Glühraum weg. Das ist nur? Kommandant, Seite, die Kanone. Also er übersteuert die Kanonensteuerung, oder wie? Hier hat Priorität gegenüber dem Richtschützen. Ah. Ich sehe ja mehr. Dann kann ich hier zuteilen. So, hier muss ich hochdrücken, dann links, rechts, oder? Und dann kann ich grob zuteilen. Er sieht dann nachher das Ziel hier innen und übernimmt. Ja. Und ich kann weiterschauen. Und der Kommandant hat hier die Höhe. Aber nur im unstabilisierten Betrieb. Bei stabilisiert ist das ausgeschaltet. Da habe ich keine Höhe als Kommandant. Okay. Weil das nur elektrisch geht, oder? Wow, coole Sache. Was ist das für Pedal? Ist das auch Schusspedal da hinten? Ah, das ist speziell. Ja, das unten ist für das Maschinengewehr. Ah. Ich muss nicht umschalten. Ich kann, aber muss nicht. Ich kann hier vorne kann ich umschalten auf Hauptwaffe und Maschinengewehr hier. Oben. Hä? Kann ich umschalten so. Und dann kann ich hier abdrücken, je nachdem was ich hier oben habe, Maschinengewehr oder die Kanone. Aber wenn ich die Kanone nicht umschalten möchte, kann ich unten abdrücken, wie ein normaler Fußabdruck. Wenn es mal schnell gehen muss, ne? Ja, ja, da kann ich beides problemlos betätigen. Okay. Und der Lader kann hier auch schießen. Wenn er hier zieht.
Mhm. Wenn alle beschäftigt sind, sagt der Kommandeur, könnte schlimmstenfalls auch, MG oder? Los. Ja, und hier schaut der Lader so raus. Er kann natürlich nicht anrichten oder so, aber irgendwie kann er bauen. Was ist denn das da? Ist das Feststellung der Kanone? Das ist das sogenannte Defilierlager. Damit, wenn ein Defilé ist, ein Umzug, sagen wir mal, und alle gleich fahren, oder? Und die hohen Herren da sind, dann kannst du die Kanone hier feststellen. Da sind alle genau gleich. Ja. Ah, das ist ja, schön aussieht. Das ist so reich. Bei einer Parade. Ja, genau, bei einer Parade, genau, so ist das. Falls Putin die Panzer kauft und Parade macht. Genau, so kannst du hier lösen, hoppla, hopp. Dann stellst du das hier oben rein. Also hier hinten. Das ist mal mitgedacht, ne? Ja, sehr schön. Das ist wieder die. Ich dachte, hier hinten wäre Munition, da war jetzt der Funkgerät drin. Das ist nicht mein Leo, nein. Oh mein Gott, ist das riesig. Das Funkgerät. Ja. Und dann hast du natürlich. Gewinnt. Und da ist praktisch MG-Munition drin. MG-Munition-Schachtel und MG-Munition. Hier unten hast du auch noch Munition und unter dem Sitz irgendwo ist auch noch für Handgranaten ein Schachtel. Und hier unten, da sieht man jetzt nicht gut, ja, ja. Sind die Batterien nochmal. Mhm. Aber die sind natürlich größer, nicht so klein. Okay. Ja, Wahnsinn, so viel Info. Und Verbandkasten, ganz gut. Ja. Großer Verbandkasten. Richtig groß, ja. Und steilalt, oder? Auswerfen. Hülsenauswurf. Ja, ja. Klemmt natürlich alles sauber eingerostet, oder? Siehst du? Saubere Schwachstelle da. Ja, ja. Das ist so Material für die Hülsen ausziehen, wenn ein kleiner klemmt da. Mhm. Kannst du hier rein und rausziehen. Cool. Es gibt ja, dass sie klemmen manchmal. Oh, da sieht man einen Kettenantrieb hier. Ja, das ist hier, das ist für das. Bisschen Platz machen unten, wenn du schaust, da startest du den Hilfsmotor. Hilfsmotor start. Ja, das ist da unten, oder? Muss man wahrscheinlich zack und dann. Ja. Das ist die Absicherung, damit man nicht reinkommt beim Schuss. Ja, ja. Sonst ist die Hand weg. Wenn man schießt, dann fährt die Kanone retour bis hier. Und der Schuss fällt raus und die Kanone geht wieder nach. Hier musst du drücken und dann geht der Verschluss nach rechts weg, nach hier. Und dann ist es offen. Dann nimmst du die Granate und schiebst sie rein. Wie heißt denn bei euch der Verschluss? Verschlusskeil. Keil. Der große, der dicke. Das ist der Keilverschluss quasi. Ja, ja. Ceasefire steht hier drauf. Hier hast du einen Schalter. Wenn du den ziehst, der Klick, dann ist geladen. Dann kann er schießen. Und das da, hier sind Stoßdämpfer drin mit Öl. Hier, die zwei da. Da und da. Rückstoßdämpfer. Und wenn die Rückstoßdämpfer kaputt sind, wird das Teil hier nach hinten geschlagen. Und dann weiß man, hey, stopp, entweder ist es heiß oder kaputt. Und das sollte nicht sein. Hier muss immer kontrollieren, sonst knallt die Kanone hier hinten rein. Ne? Also wenn einer nicht aufpasst? Ja, da muss ich immer, aber selten passiert nichts, habe ich noch nie erlebt. Aber wenn es mal so wäre. Hier ist noch ein Schalter, speziell. Dann kann ich den Turm stoppen. Dann kann ich hier nichts mehr, keine Chance zum Bewegen. Mhm. Weil wenn der Lader Ladeschütze Munition holt, dann kann nicht sein, dass man hier. Das ist ein Problem. Sind die Füße weg? Ja, oder die Hand. Oder die Hand. Auf Null, so. Ladest du, also Turmsperrschalter heißt das, und dann ist gesperrt. Ah, ich hol mal schnell. Keine Zeit zum Schalter umlegen. Ja, zack. Ja, ja. So. Ja, ja, ich hatte auch schon einen Soldat, der hat hier unten dann den Fuß drin gehabt, beim Drehen. Fuß drin gehabt und einmal eine Granate ist auseinandergefallen, weil sie zwischendrin geklemmt hat. Da. Oh. Aber auf diesem Fahrzeug, das war richtig interessant. Der war noch kurz in Berlin, der war 2 Meter reingefahren, aber zum Einsatz ist er nie mehr gekommen. Dankeschön. Bitte. So, jetzt klettere ich mal hier raus. Ja. Fuß hier drauf. Also gegenüber Leopard eine Großraumlimousine ist das. Ja, ja, das ist tipptopp da. Auch wenn du irgendwo im Wald bist und so, kannst du die Technik zumachen lassen. Ja. Das wird mit den Jahren wird es immer schwieriger.
die Panzer rumzugledern. Ich sag, mit den Jahren wird es immer schwieriger. Oh, Motorraum ist auch offen schon, ja? Ja. Mal kurz reingucken. Das hat eine 800 PS, oder? Ja, irgendwie 600. Aber also, das ist der Hilfsmotor hier. Der beträgt nur einen Generator am Start. Das ist der Hilfsmotor und der andere ist da hinten der richtige. Das ist ja der große hier, der geht bis hier drüben. Das ist ja so ein Provometer. Ist ja ein bisschen asymmetrisch angeordnet, ne? Ja, hier ist schon Mittel drin. Hier. Aha. Hier sind die Vergaser hier und hier drunter oder so. Das sind Luftfilter hier. Hier. Ja. Und der Ding ist einfach der Ich habe bloß einen Tank. Zwei. Einer ist hier, stehst du drauf. So. Und einer ist hier. Ja, der ist unten, der Tank, das furchtbar zum Tragen. Und hinten hat er jetzt keinen. Der Panzer 57, der modernere, zwei Jahre neuer, hat hinten noch einen Tank. Aha. Und der hat er nicht. Der hat nur zwei. Das sind die Nebel, die vier, die Knöpfe. Da kannst du diese Band, das abschießen oder das so. Also entweder äußere oder die innere. Ja, und da die Leuchtrakete hier. Aha, die Spinne. Ja, die Spinne, genau. Da ist der Scheibenwischer. Genau, Heizigene drin, oder? Hier kannst du dir vorstellen, ist klar. Muss man rausklettern zum Aufstellen? Ja, ja. Das tust du ja vorbereiten. Ja, ah ja, das tust du ja vorbereiten. Ja. Dann ist das Rohr hier 45 Grad, hier hast du eine Wasserwaage drin, damit das präzise ist. Das Fahrzeug kann ja mal schräg stehen. Hier zeigst du es an, was genau 45 Grad. Und dann ladest du hier und so gibst du Schuss frei und innen drückst du ab. Und das hier, das ist das sogenannte Feldvisier. Hier kannst du grob anvisieren, wenn du als Kommandant hier drauf durchschaust. Das ist ein Visier. Ja, nur für grob, oder? Ja, Wahnsinn. Und dann musst du nicht unbedingt hier unten rausschauen, sondern hier einfach grob, zack, und dann seht ihr das. Das ist der Bereich. Schnell, ja, das geht schnell dann. Ja. Ich habe hier habe ich immer noch eine Schnur dran gemacht, einen Faden, hier, wegen dem Wind. Nein, wegen dem Wind. Aha. Ich habe ja manchmal richtig starken Wind. Ja. Und dann, wenn der Faden hier so rüberhangt, dann kann ich hier den Schuss ein bisschen mehr rechts geben. Fixieren, das ist. Ja, und vor allem mit dem da, mit dem Lyran. Weil der ist ja nicht so schnell wie die Munition da. Ja. Das ist die Federung, ne? Ja, du hast ja so Kasten auf der Seite. Und das ist gut rein. Das läuft alles über die Hebel hier. Und hier sind die Federpakete. Das Antriebsrad, oder? Genau. Das da. Wie viele Gänge hat er? 5 vorwärts, 2 rückwärts. 2 rückwärts, aha. So, Motor, Abgas, kommt hier raus. Kühlluft. Kühlluft kommt hier raus und wird von diesem Blech abgelenkt, damit sie keinen Staub abwirbelt auf dem Boden. Ja, Freunde, das war der Centurion.
Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.